Ja, hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu meinem Video zum Wahrscheinlichkeitsrechnung Grundbegriffe WS2. Womit haben wir es in diesem Grundkompetenzcluster zu tun? Hier haben wir es nicht mit Zufallsvariablen zu tun. Das ist der große Unterschied zum Grundkompetenzcluster WS3. Da haben wir es dann mit Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen von diesen Zufallsvariablen zu tun. Hier in WS2 geht es nur einmal um Zufallsexperimente, um Ereignisse und um einfache Wahrscheinlichkeitsregeln wie die Additionsregel und die Multiplikationsregel, Baumdiagramme, wie man die verwenden kann, und WS2.4 passt irgendwie nicht ganz hinein. Das ist der Binomialkoeffizient. Das gehört eigentlich zur Kombinatorik, aber wurde halt hier dazu genommen. So, wir starten mit WS1, 2.1. Was sind Zufallsexperimente? Was sind die Ergebnisse von so einem Zufallsexperiment und was sind Ereignisse? Ein Zufallsexperiment hat verschiedene mögliche Versuchsergebnisse oder einfach nur Ergebnisse. Im Buch heißen diese Dinge auch Versuchsausfälle oder nur Ausfälle. Ich finde Ausfall nicht so schön wie Ergebnis, deswegen sage ich Ergebnis. Aber wichtig, ein Ergebnis des Versuchs oder des Zufallsexperiments ist was anderes als ein Ereignis. Okay? Die Menge aller Ergebnisse eines Zufallsexperiments heißt Groß Omega. Was sind Ergebnisse? Zum Beispiel, wenn ich mit einer Münze werfe, habe ich zwei Ergebnisse dieses Zufallsexperiments, Kopf und Zahl, bei einer idealen Münze. Bei einem idealen Würfel habe ich die Augenzahlen 1 bis 6. Bei einem Glücksrad können das alle möglichen Dinge sein. Wenn mein Brat dann ein Glücksrad dreht, ist das vielleicht 1 Euro Gewinn, 2 Euro Gewinn, 3 Euro Gewinn oder 0 Euro Gewinn. Also die Ergebnisse eines Zufallsexperiments, da muss man sich halt immer anschauen, was da jetzt genau vorhanden ist. Ein Ereignis ist eine Menge von Ergebnissen eines Zufallsexperiments. Okay, also quasi eine Teilmenge von Omega, weil in Omega sind ja alle Ergebnisse des Zufallsexperiments drinnen in der Menge. Das heißt, ein Ereignis ist dann eine Menge von Ergebnissen, damit ist es eine Teilmenge von Omega. Zum Beispiel, also wir kommen eh noch zum Beispiel, aber zum Beispiel beim Würfeln wäre ein Ereignis, zum Beispiel es kommt eine gerade Zahl. Das ist natürlich dann, besteht aus gewissen Ergebnissen des Zufallsexperiments. Machen wir das gleich als ein Beispiel. Wir haben den Würfelwurf mit einem idealen Würfel. Dann wäre Omega, also die Menge aller Ergebnisse des Zufallsexperiments, wäre die Menge mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich wäre es noch gescheiter, wenn ich euch da jetzt nicht die Zahlen hingeschrieben hätte, sondern einfach nur die Augenzahlen, damit das wirklich klar ist, was so ein Ergebnis ist. Also 1, 2, ja, weil das ist ja eigentlich das, was rauskommt, ja. Dass das auch als Zahl interpretiert wird, wissen wir noch gar nicht. Aber gut, das sind die Ergebnisse des Zufallsexperiments. Also und so weiter, ich zeichne das jetzt nicht weiter. Das sind die Ergebnisse und Omega ist die, nennt sich auch der Grundraum des Zufallsexperiments oder die Grundmenge. Das Ereignis, wenn ich jetzt ein Ereignis definiere, kann ich zum Beispiel das Ereignis gerade Zahl definieren. Das ist jetzt eine Teilmenge von Omega. Das sind zum Beispiel hier die Ergebnisse 2, 4 und 6. Also wenn ich gewisse Ergebnisse hernehme, habe ich ein Ereignis definiert. Ja? Es gibt ganz viele Ereignisse. Das andere Ereignis wäre Primzahl. Ups, da habe ich ein R vergessen. Okay, sorry. Primzahl, das Ereignis Primzahl wäre die Menge 2, 3 und 5. Wir wissen alle, die Primzahlen, die kleinste Primzahl ist 2 und dann 3 und 5. Ja? Man kann jetzt ganz viele Ereignisse hier definieren. Man könnte das Ereignis mindestens 2, ja? Also Augenzahl, dann wäre es das die Menge von 2 bis 6. Man könnte das Ereignis nur ein Sechser auch definieren. Das ist genauso eine Teilmenge von Omega. Also im Endeffekt kann ich alle Kombinationen von diesen Zufallsergebnissen hernehmen und habe ein Ereignis damit definiert. Okay? Also das sind Ereignisse. Ja, wichtig, Ergebnisse sind die einzelnen Ausgänge des Zufallsexperiments und ein Ereignis ist dann eine, wenn man mehrere von denen zusammenfasst oder auch nur eins, ist ja auch egal. Ja. Also wir haben zum Beispiel oft bei Binomialverteilung das Ereignis 6 als Erfolg und die Ereignisse 1, das Ereignis eine Augenzahl zwischen 1 und 5 als Misserfolg. Ja. Okay. Machen wir ein Beispiel dazu. Auch zu diesem einfachen Ding kommen schon Beispiele zur Matura. Nämlich, wenn wir einen Münzwurf haben, auf der einen Seite ist eine Zahl, auf der anderen ein Wappen. Ja, ein Wappen. Und die wird zweimal geworfen. Jetzt sollen wir alle möglichen
Ausfälle oder Ausgänge, das ist das, was ich vorher Ergebnis genannt habe, ja, weil es irgendwie für mich eindeutiger ist. Aber im Buch steht Ausfälle. Alle möglichen Ausfälle dieses Zufallsversuchs angeben. Ja? Wappen mit wird W und Zahlen mit Z abgekürzt. Okay, wie machen wir das jetzt? Hier haben wir, wenn wir zweimal würfeln, was ist dann ein Ausfall? Naja, ein Ausfall des Zufallsexperiments ist dann natürlich ein Paar von zwei Wappenzahl, also eine Wappenzahlkombination. Ja? Weil wir können das mit so einer Klammer machen. Wir könnten zum Beispiel den Versuchsausfall Wappen so anschreiben. Ja? Das wäre jetzt ein Ausfall dieses Versuchs, weil wir ja zweimal werfen die Münze und dann muss ich das Ergebnis, das Versuchsergebnis so irgendwie aufschreiben. Ja? Und jetzt ist nur die Frage, wir sollen alle möglichen Ausfälle dieses Zufallsversuchs angeben. Na, das ist ganz einfach. Was wäre es denn? Naja, Wappen, Wappen ist möglich, Wappen, Zahl, Zahl, Wappen oder Zahl, Zahl. Ups, und genau das ist die Antwort. Ja? Alle möglichen Ausgänge des Zufallsexperiments sind einfach diese Menge hier. Wappen, 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 Zahl, Zahl, Wappen, Zahl, Zahl. Ja? Also ich sollte eigentlich Omega angeben. Das wäre hier in dem Fall Omega. Ups. Okay. Gut. Ja, so einfach ist das im Endeffekt. Gehen wir gleich weiter zu WS 2.2. Viel mehr gibt es zu WS 2.1 auch nicht zu sagen. Bei WS 2.2 geht es jetzt darum, dass wir relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können. Was soll denn das bitte? Wie kommt da jetzt die relative Häufigkeit hinein? Das hat damit zu tun, dass es dieses empirische Gesetz der großen Zahlen gibt. Oder auch nur Gesetz der großen Zahlen. Das ist ein Grundprinzip der Wahrscheinlichkeitsrechnung und sehr wichtig, das zu verstehen, weil das ist eigentlich das, was die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung überhaupt erst möglich macht. Wenn man dieses Gesetz der großen Zahlen akzeptiert, das kann man nicht beweisen, das muss man quasi akzeptieren, um überhaupt in der Form, wie wir es machen, zumindest Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betreiben. In der Philosophie ist das ein Thema, ob man das wirklich akzeptieren kann oder soll, aber das ist jetzt für mathematische Zwecke nicht relevant. Was ist dieses Gesetz der großen Zahlen? Wenn ein Zufallsexperiment immer unter denselben Bedingungen durchgeführt wird und die relative Häufigkeit eines Ereignisses gemessen wird, das geht natürlich, ich kann natürlich einfach würfeln und messen, wie oft kommt der Einser, wie oft kommt der Zweier, wie oft kommt der Dreier, ja, da kann ich wieder die relative Häufigkeit messen bei 10 Würfeln, bei 100 Würfen, bei 1000 Würfen. Und dann, sagt das Gesetz der großen Zahlen, wenn man das macht, dann nähert sich, und das ist jetzt wirklich unter Welt und unter Anführungszeichen, weil das stimmt eigentlich so nicht, aber dann nähert sich diese relative Häufigkeit immer weiter der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses an. Also ganz salopp auf gut Wienerisch formuliert, wenn ich sehr oft würfel, dann wird der Sechser ungefähr ein Sechstel in einem Sechstel der Würfe kommen. Wenn ich sehr oft würfel. Ja? Und da gehört eigentlich noch sehr oft, wenn das sehr oft durchgeführt wird, dann wären ungefähr alle Zahlen 1 bis 6 ungefähr jeweils in einem Sechstel der Würfe auftreten. Nähert sich, stimmt aber nicht. Und das ist genau der Punkt, wo das Glücksspiel hineinkommt. Weil ich könnte ja jetzt da sitzen und sagen, naja, beim Würfeln, jetzt ist der Sechser so wenig kommen, jetzt muss er oft kommen. Jetzt muss er oft kommen, weil der ist jetzt schon so selten kommen. Jetzt muss er. Das stimmt aber nicht. Das wissen wir alle, wenn wir Brettspiele spielen. Das ist einfach nicht wahr. Ja? Da geht es beim Gesetz der großen Zahlen geht's nicht darum, dass der jetzt in der nächsten Zeit wieder oft kommen muss, weil er davor wenig oft war. Sondern es geht nur darum, wenn man wirklich einen Grenzwert überlegt, ganz viele Versuche, dann wird es irgendwann in die Richtung gehen. Aber es stimmt auch, dieses nähert sich nicht, weil man sollte eher sagen, es stabilisiert sich die relative Häufigkeit um die Wahrscheinlichkeit herum. Ja? Weil es kann auch sein, dass die wieder mal weggeht, dass auf einmal wieder lang gar kein Sechser kommt und plötzlich fällt dieser Prozentsatz, wo der Sechser kommt, wieder. Und dann geht er aber wieder rauf. Ja? Ich zeige euch das dann am besten jetzt gleich an einem tollen GeoGebra-Applet im Internet. Das ist das Falsche, das ist das Richtige. Genau, ich starte das einmal neu. Okay, machen wir eine neue Serie. Wenn ich jetzt hier würfle,
habe ich einen Versuch. Das sollte, das funktioniert hier irgendwie nicht. So, einen Versuch. Wenn ich hier würfle und es zu 2 kommt, hier unten sehe ich, wie oft welche Zahl gekommen ist. Also der 1 ist noch gar nicht gekommen, der 2 ist jetzt einmal gekommen, das heißt zu 100%. Ja? Der hat eine relative Häufigkeit von 100%. Der 3, der 4, der 5 oder der 6. Ich würfle jetzt einfach durcheinander 2 Versuche, 3 Versuche, jetzt ist zweimal der 4, 2er gekommen, einmal der 4er, 4 Versuche und wir sehen, aha, okay, jetzt schaut so aus, okay, jetzt haben wir aber immer noch den 2er in 30% der Fälle und den 1er und den 3er noch gar nicht. Ja. Also bis jetzt kann man nicht sagen, dass das wirklich den Wahrscheinlichkeiten entspricht. Ja. Aber wenn ich das jetzt oft durchgehe, was seht ihr, was machen diese Punkte? Nach wirklich langer Zeit nähern die sich immer mehr dem Wert eines Sechstels an. Wie viel Prozent sind denn ein Sechstel? Ne? Das ist 16,6 periodisch. Ja? Und wir sehen, aha, der 5er ist noch relativ weit weg, aber die anderen sind schon relativ nah da, aber der 5er nähert sich nicht wirklich. Also das ist genau der Punkt. Und jetzt entfernt sich plötzlich der 2er wieder, weil jetzt ist sehr oft der 2er gekommen und plötzlich ist es wieder weg. Deswegen stimmt das nicht, dass sich das wirklich annähert, in dem Sinn, dass es immer näher kommt. Das stimmt einfach nicht. Ja? Ich würfle weiter, bla 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 bla. Ich habe schon 100 Versuche. Und jetzt sehen wir, der 2er rastelt plötzlich nach oben. Der ist wieder sehr oft gekommen. Ja? Hier oben habt ihr die Zahlen, der 2er ist 26 Mal gekommen. Ja? Und der 1er nur 12 Mal. Aber jetzt mache ich mal wirklich ganz... Es wird dann wieder weniger werden, irgendwann. Aber wann das sein wird, weiß man natürlich nicht. Ja? Also jetzt haben wir 163 Versuche. Ja, geht es immer weiter. Aber wir sehen trotzdem den Trend, wenn man es lange macht, dann nähern sich diese Werte oder stabilisieren sich um einen Sechstel jeweils. Ja? Der 2er hat immer noch einen großen Vorsprung, den wird auch noch vielleicht, wahrscheinlich sehr lang haben. Ja? Aber wir sehen, es stabilisiert sich rund um diese 16,6% hier. Ja? Okay, das ist das Gesetz der großen Zahlen, dass das wirklich passiert, dass wenn ich ein Zufallsexperiment oft wiederhole, dass sich dann wirklich die relative Häufigkeiten der Ergebnisse hier oder eben auch eines Ereignisses, wenn man es sich anschaut, rund um die Wahrscheinlichkeit stabilisiert. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist quasi ein Schätzwert für die relative Häufigkeit. Und umgekehrt kann man natürlich aber die relative Häufigkeit auch als Schätzwert dann für die Wahrscheinlichkeit verwenden, wenn das so gilt. Ja? Und das ist genau diese Grundkompetenz WS2.2, dass man einfach die relative Häufigkeit verwenden kann, um die Wahrscheinlichkeit zu schätzen und dass das eine gute Annäherung ist. Also wenn man keine Ahnung hat, wie wahrscheinlich ein Ereignis ist, nimmt man einfach seine relative Häufigkeit und setzt das als Wahrscheinlichkeit. Das wird oft gut funktionieren. Das sagt uns das Gesetz der großen Zahlen. Dazu ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel die Geburten im Jahr 2014 anschauen in Österreich, da wurden 42.162 Buben und 39.560 Mädchen geboren. Und jetzt sollen wir anhand dieser Daten einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit angeben, dass ein in Österreich geborenes Kind ein Mädchen ist. Aha, das heißt, wir sollten jetzt einfach die relative Häufigkeit angeben. Was ist denn die relative Häufigkeit eines Mädchens in diesem Jahr? Ne, da müssen wir ja einfach nur die Anzahl der Mädchen, die absolute Häufigkeit, durch die Gesamtanzahl an Datenwerten ausrechnen. Was ist die Gesamtanzahl an Datenwerten? Na, alle Babys, die geboren worden sind. Ja? Also da kann man jetzt 39.560 dividieren durch die Gesamtanzahl. Okay, ich quäle euch da nicht länger, das ist im Endeffekt steht einfach da. Also 39.560 wird dividiert durch die Summe der beiden Zahlenwerte. Ja? Die gehen hier davon aus, dass jedes Baby eindeutig Bub oder Mädchen ist, was so in der Realität auch nicht stimmt, aber gut, das lassen wir jetzt mal. Aber wir kommen auf eine relative Häufigkeit von 48,4% und die können wir jetzt als Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit verwenden. Genau, also das ist die Antwort. So, und jetzt sind wir schon bei der dritten Untergrundkompetenz und die ist jetzt die wichtigste mit den meisten zu knuspern. Wir sollen Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme berechnen und interpretieren können. Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren können. Da spielen auch diese Baumdiagramme hinein. So, was ist dieses Laplace-Experiment? Wenn ein Zufallsexperiment nur endlich viele Ergebnisse hat, das sind die Ausgänge des Zufallsexperiments, und die alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, dann nennt sich das Ding Laplace-Experiment. Ist der Würfelwurf ein Laplace-Experiment? Ja,
Wir haben sechs Ausgänge, die haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ist der Münzwurf ein Laplace-Experiment? Ja, Kopfzahl, gleiche Wahrscheinlichkeit. Die meisten Dinge, mit denen wir zu tun haben, werden die meisten Zufallsexperimente, sind Laplace-Experimente. Achtung, da geht es jetzt um die Ergebnisse, um die Ausgänge des Zufallsexperiments, nicht um irgendwie definierte Ereignisse. Ja, wenn ich mir anschaue, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 oder nicht zu würfeln, das sind Ereignisse, die auf Basis eines Laplace-Experiments definiert wurden. Okay? Das Experiment Würfelwurf hat trotzdem bei jedem Ergebnis die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ja? Okay, die meisten Dinge sind solche Laplace-Experimente. Wie schaut es aus? Was ist kein Laplace-Experiment? Wenn ihr euch irgendein Experiment aufzeigt, wo die Ergebnisse einfach nicht dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Ja? Genau, zum Beispiel ein Glücksrad, wo jeder Teil irgendwie anders groß ist und damit die Ergebnisse einfach verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben. Okay, aber so gilt jetzt für die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, die kann man mit Laplace, bei solchen Laplace-Experimenten gut berechnen, indem man einfach die Anzahl der Ergebnisse, bei denen das Ereignis A eintritt, dividiert durch die Gesamtanzahl aller möglichen Ergebnisse. Also, wenn ich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für gerade Zahlen mir anschauen will beim Münzwurf, aber beim Würfelwurf, dann muss ich einfach die Anzahl der Ergebnisse, bei denen dieses Ereignis gerade Zahl eintritt, in den Zähler schreiben. Wie viele sind das? Das ist 2, 4 und 6, das sind 3. Und die Anzahl aller möglichen Ergebnisse schreibe ich in den Nenner, das ist 6. Zum Beispiel, genau, also haben wir hier, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis gerade Zahl ist dann einfach 3 günstige Ergebnisse durch 6 mögliche Ergebnisse. Okay? Ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zahl größer als 2, ja, das wäre dann auch 3 Sechstel oder 3 4 ah nein, größer als 2 wäre 4 Sechstel. 3, 4, 5, 6 sind 4 günstige Ergebnisse durch 6 mögliche als 4 Sechstel. Also muss ich da einfach spielen, aber das könnt ihr eh schon. Ja. Interessanter wird es jetzt, wenn man diese Verknüpfungen von Ereignissen uns anschauen. Auf Basis von diesem Laplace-Wahrscheinlichkeitsberechnung kann man jetzt einige Dinge, andere Dinge sich ausrechnen. Zum Beispiel das Gegenereignis. Das Gegenereignis nicht E, eines Ereignisses E, tritt genau bei den Versuchsergebnissen ein, bei denen E nicht eintritt. Okay? Also das Gegenereignis von dem Ereignis gerade Zahl wäre logischerweise ungerade Zahl. Das tritt genau bei den Ergebnissen des Versuchs ein, bei denen das Ereignis gerade Zahl nicht eintritt. Ja? Oder was könnte man da noch sich überlegen? Ja, mir fällt jetzt selber nicht ein, aber ich glaube, der Würfelwurf ist eh eins der besten Versuche. Ja, man kann auch wieder so eine Urne nehmen, auch ein Laplace-Experiment. Eine Urne, wo 3 Kugeln rot sind, 2 Kugeln schwarz und 4 Kugeln blau, ja. Dann kann man das Ereignis rot nehmen, das ist dann halt 3 durch die Gesamtanzahl der Kugeln und das Gegenereignis sind dann halt alle anderen Kugeln, also wenn eine nicht rote Kugel kommt. Okay, und was gilt? Wie kann ich die Gegenwahrscheinlichkeit berechnen? Ich nehme einfach 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt. Ja? Gut, also die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Gut, das Ereignis E1 und E2, also wenn ich eine Verknüpfung zu Ereignissen mit und verknüpfe, das tritt ein, wenn sowohl E1 als auch E2 eintreten, also wenn beide eintreten, beide Ereignisse. Wie man die Wahrscheinlichkeit berechnet, kommt gleich bei der Multiplikationsregel. Zuerst vergleichen wir das noch mit dem Ereignis E1 oder E2. Das tritt ein, wenn E1, das Ereignis E1 oder das Ereignis E2 oder beide eintreten. Ja, bevor wir uns da anschauen, wie man die berechnet, ganz kurz noch, was oft kommt bei der Matura auch, sind diese Baumdiagramme. Das ist, wenn Zufallsexperimente mehrere Teilversuche haben oder einfach öfters wiederholt werden. Schauen wir uns das hier an, die Urne, ein klassisches Beispiel. Es befinden sich rote, blaue und grüne Kugeln in der Urne. Es werden 2 Kugeln gezogen. Das Baumdiagramm hier veranschaulicht jetzt diese Züge. Also beim Baumdiagramm ist immer so, wir starten hier in diesem Punkt und dann ist einmal der erste Zufallsexperiment, das erste Zufallsexperiment. Das hat ja 3 Ergebnisse. Rot, blau, grün. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine rote Kugel kommt im ersten Versuch, ist 1/3. Dass eine blaue kommt, ist 1/2. Und dass eine grüne kommt, ist 1/6.
Und dann passiert aber noch ein, also das ist erster Versuch, also erster Durchgang. Ja. Erster Durchgang und dann kommt der zweite Durchgang. Und den macht man so, dass man jetzt bei jedem Ergebnis, was man im ersten Durchgang hatte, macht man jetzt wieder drei Striche, weil ja jetzt noch genau dasselbe noch einmal durchgeführt wird. Und wieder drei Ergebnisse, jeweils rot, blau, grün und jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit. Die haben sich jetzt hier verändert. Ja. Warum haben die sich verändert? Wir hatten anscheinend hier 30 Kugeln insgesamt. Das kann ich hier erkennen, weil hier wurde eine rausgezogen, nicht mehr zurückgelegt und plötzlich stehen hier 29 im Nenner. Ja, das spricht dafür, dass wir hier 30 Kugeln hatten. Und wenn eine rote weg ist, haben wir nicht mehr 10 30stel, also ein Drittel, sondern nur mehr 9 29stel. Ja? Wir haben aber noch 15, 9, also 15 blaue und 5 grüne. Ja? Genauso hier, wenn eine blaue weg ist, das dürften 15 30stel gewesen sein, ein halbes, also 15 blaue dürften es gewesen sein, haben wir hier nur mehr 14 29stel als Wahrscheinlichkeit, aber noch 10 29stel für Rot und 5 29stel für Grün. Genau, also so sieht so ein Baumdiagramm aus. Schaut euch das gut an, versucht es zu verstehen. Ja? Ich schreibe euch das vielleicht noch dazu. Das kann man allein aus dem Baumdiagramm schon erkennen. Das ist wahrscheinlich, das kann ich nicht zu 100% sagen, weil es nirgends steht. Aber es schaut so aus, als wären es 30 Kugeln gewesen. Es könnten natürlich auch viel mehr sein, ja. Diese Brüche könnten gekürzt sein. Aber es schaut so aus, als wären es 30 Kugeln gewesen, wovon 10 rot gewesen sind. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit hier ein Drittel. Und wenn das die eine rote weg ist, ist dann nochmal 29. Ja, so könnt ihr euch alle diese Wahrscheinlichkeiten hier überlegen. Gut, aber so tut man ein Zufallsexperiment mit mehreren Teilversuchen sich anschauen. Durch so ein Baumdiagramm. Ja. Es gibt oft Beispiele, wo zwei Schmuggler rausgesucht werden. Ja. Da nimmt man zuerst einmal erster Versuch ein Schmuggler oder nicht ein Schmuggler, zweiter Versuch dann wieder ein Schmuggler oder nicht ein Schmuggler. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten für solche Baumdiagramme. Okay, da sowohl zu Baumdiagramm als auch zu dem von vorher, dem Verknüpfen von Ereignissen, gibt es jetzt diese Additionsregeln. Wenn sich zwei Ereignisse A und B ausschließen, das heißt so viel wie, sie haben kein gemeinsames Element, sie haben kein gemeinsames Versuchsergebnis, das in beiden Ereignissen vorkommt. Ja, okay. Dann kann man die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B, Klammer oder beides, wobei das hier ja dann nicht möglich ist, wenn sie sich ausschließen, eintritt, so berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B eintritt. Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A oder B ist die Summe aus den Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse. Ja? Aber das funktioniert nur, wenn sie sich ausschließen, wenn sie nicht beide eintreten können, dann kann man so berechnen. Das ist zum Beispiel, wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen will, vom Blitz getroffen zu werden oder im Lotto zu gewinnen, dann muss ich die beiden Wahrscheinlichkeiten logischerweise addieren. Ja? Das ist natürlich wahrscheinlicher als nur eins von beiden zu bekommen oder zu erreichen. Okay, also das ist die Summe oder Summe. Das könnt ihr euch merken. Oder heißt Addition bei den Ereignissen. Die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis A oder B ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten. Und das bedeutet im Baumdiagramm, wenn mehrere Pfade zu meinem gewünschten Ereignis führen, werden die Pfadwahrscheinlichkeiten addiert. Ja, also wenn mehrere Pfade zum Ziel führen, dann kann ich jeweils die Wahrscheinlichkeiten der Pfade addieren. Ja? Weil das ist ja mir dann wurscht, ob ich über den einen Pfad oder über den anderen komme. Wir schauen uns das gleich in einem Beispiel an. Aber nur so viel dazu. Und dann gibt es die Multiplikationsregel. Und die sagt, wenn zwei Ereignisse A und B unabhängig sind, das heißt, dass das Eintreten des einen nichts an der Chance, dass das andere eintritt, ändert. Das ist eine sehr saloppe Formulierung, aber wir brauchen nicht mehr. Ja. Dann kann man die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintritt, also dass beides eintritt, so berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintritt, ist die Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten. Also wenn ich jetzt wissen will, die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Lotto gewinne und von einem Blitz getroffen werde in meinem Leben, ja, dann kann ich die Wahrscheinlichkeiten jeweils hernehmen und multiplizieren. Das ist natürlich viel unwahrscheinlicher, ja, weil wenn ich denke, die Wahrscheinlichkeit, Lotto zu gewinnen ist schon 0,00000 irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit, vor einem Blitz getroffen werden, ist 0,00000 irgendwas. Wenn ich es multipliziere, wird das noch eine kleinere Zahl. Logischerweise. Aber die Grundbedingung ist, dass sie unabhängig sind. Das ist in dem Fall natürlich der Fall. Wenn ich vom Blitz getroffen werde, ändert das auch nichts an der Chance, dass
dass ich im Lotto gewinne, sofern ich das überlebe. Und umgekehrt, wenn ich im Lotto gewinne, ändert das auch nichts an der Chance, dass ich vom Blitz getroffen werde. Ja? Okay. Aber es gibt natürlich auch abhängige, also Ereignisse, die sich da beeinflussen und bei denen funktioniert das dann nicht. Wenn es zum Beispiel wahrscheinlicher wird, dass ich vom Blitz getroffen wäre durch ein anderes Ereignis, dann hat diese Regel keinen Sinn, da kann ich das nicht anwenden. Im Baumdiagramm heißt das jetzt, entlang eines Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Also wenn ich die Wahrscheinlichkeit eines Pfades will, multipliziere ich alle Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades. Das schauen wir uns jetzt an, warum ist das so? Wieder dasselbe Beispiel. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen würde, dass Rot im ersten und Rot im zweiten kommt, ja, dann hätte ich ein Drittel, wäre mal die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Fall Rot kommt. Und dann will ich ja noch ein Ereignis, das auch eintreten muss, nämlich dass im zweiten Fall nochmal Rot kommt. Okay? Das ist ein Und. Ich will, dass Rot im ersten und Rot im zweiten kommt. Die sind unabhängig, weil die beiden Versuche beeinflussen sich jetzt nicht direkt. Also es hat da jetzt in dem Sinn keine Auswirkung, weil das ein komplett neuer Versuch ist. Ja? Und das heißt, ich muss multiplizieren. Ein Drittel mal 9 29. Das ist die Wahrscheinlichkeit des ersten Pfades. Ja? Wahrscheinlichkeit des ersten Pfades. Okay? Wenn ich wissen will, dass ich Rot-Blau kriege, dann muss ich ein Drittel mal 15 29. Wenn ich wissen will, dass ich Blau-Grün kriege, muss ich ein Halb mal 5 29. Also es sind immer die Pfadwahrscheinlichkeiten, erhält man, indem man alle Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades multipliziert. Ja? Und jetzt steht hier, berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kugeln gleicher Farbe gezogen werden. Jetzt haben wir gesagt, wenn mehrere Pfade zu diesem gewünschten Ereignis führen, dann darf ich die Pfadwahrscheinlichkeiten addieren. Jetzt muss man schauen, wie viele Pfade sind jetzt günstig für mein Ereignis hier. Es gibt mal den Pfad hier, rot, rot, das sind gleicher Farbe. Dann gibt es den Pfad hier, blau, blau. Und dann gibt es den Pfad hier, grün, grün. Jetzt muss ich die Pfadwahrscheinlichkeiten ausrechnen. Rot, rot wäre ein Drittel mal 9 29. Blau, blau wäre ein Halb mal 14 29 und grün wäre ein Sechstel mal 4 29. Okay? So. Wie schaut also das Ergebnis aus? So. Wir addieren einfach diese drei Pfadwahrscheinlichkeiten auf. Der erste Pfad, ein Drittel mal 9 29 ist rot, rot. Zweite Pfad, ein Halb mal 14 29 ist blau, blau. Und der dritte Pfad, ein Sechstel mal 4, 29 ist grün, grün. Die drei Wahrscheinlichkeiten addieren wir auf und dann erhalten wir 36,78%. So funktionieren Baumdiagramme. Ganz wichtig, die Regeln für Baumdiagramm. Entlang eines Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Wenn verschiedene Pfade zu meinem gewünschten Ereignis führen, addiere ich die Pfadwahrscheinlichkeiten auf. Ja, das heißt, wir haben immer diese Form, die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades mal, dann plus, nächster Pfad, die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades mal, plus, nächster Pfad, die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades mal. Okay, das wär's schon mit 2.3. Wir schauen noch kurz 2.4 an. Das ist der Binomialkoeffizient. Da haben wir es mit etwas aus der Kombinatorik zu tun. Es geht eigentlich nur darum, diesen Ausdruck zu interpretieren und zu verstehen. Was heißt n über k? N über k ist nichts anderes als die Anzahl der Möglichkeiten aus n Objekten, K-Objekte auszuwählen, wobei, das muss man einfach auswendig lernen, da kann man echt nicht viel machen, ja, wobei die Reihenfolge nicht berücksichtigt wird, ja, und keine Wiederholungen möglich sind. Was heißt das? Was heißt, die Reihenfolge wird nicht berücksichtigt? Es ist mir jetzt wurscht, ob ich die, wenn ich jetzt auswähle, meine 5 Lieblingsspieler von meinem Lieblingsverein, dann ist es jetzt wurscht, ob ich jetzt da den Alex Grünwald zuerst auswähle oder den Patrick Baines, das ist völlig egal. Es ist dieselbe Auswahl an Lieblingsspielern. Okay? Also das wird nur als eine Auswahl gerechnet. Und das würde dann die Anzahl der Möglichkeiten zu berechnen, wie ich aus, weiß ich nicht, 23 Kaderspielen meine 5 Lieblingsspieler auswählen kann. Ja, das würde alle möglichen Kombinationen von diesen Spielern in 5er-Gruppen ausrechnen. Ja. Wiederholungen sind nicht möglich, ich kann keinen Spieler zweimal auswählen. Ja, es müssen 5 verschiedene Lieblingsspieler sein. Ja. Also man kann sich auch so vorstellen, ich teile die N-Objekte in K-elementige Gruppen oder Teilmengen auf. Ja. Machen wir ein Beispiel dazu, dann wird es, glaube ich, klarer. Eine Gruppe von Jugendlichen, 14 Mädchen und 10 Burschen, daraus sollen Betreuerinnen für ein Ferienlager ausgewählt werden.
und wir sollen den Wert des Ausdrucks 24 über 2 im gegebenen Kontext interpretieren. Bitte nicht, das ist kein Bruch, ja, bitte. Und auch kein Vektor, 24 über 2. Ja, wie interpretiere ich den Ausdruck? Ich wähle also aus den 24 Jugendlichen zwei Betreuerinnen aus. Ja? Also würde ich jetzt schreiben, die Anzahl der Möglichkeiten aus 24 Jugendlichen zwei Betreuerinnen auszuwählen und immer dazu schreiben, wobei die Reihenfolge der Auswahl nicht berücksichtigt wird und kein Jugendlicher doppelt ausgewählt werden kann. Ja, sollte eh logisch sein, aber sicher dazu schreiben. Es gibt gewisse Eigenschaften vom Binomialkoeffizient, die ich hier jetzt noch nicht hineingegeben habe. Die stehen in eurem Formelheft. Ich versuche sie euch da jetzt mal kurz, oder ich zeige euch kurz das Formelheft. Ja, machen wir das zum Abschluss. Also wem schon zu faul ist, das Video ist dann aus, aber ich zeige euch kurz, suche jetzt hier kurz die Formelsammlung. So, ist zwar schon eine etwas ältere, aber das ist wurscht. Ich mache die kurz auf. Ist eh mal gut, wenn wir mal reinschauen. Wo findet man jetzt da die Wahrscheinlichkeitsgeschichten? Da hinten, ja. Hier habt ihr drinnen für den Binomialkoeffizient diese Formel. Das ist die Art und Weise, wie man den händisch berechnen kann. Ja. Faktorielle, nur dass ihr wisst, war das hier, dass man eine Zahl einfach mit ihrem Vorgänger multipliziert, so lange bis man bei 1 ist. Ja. Und man kann den Binomialkoeffizient so berechnen. Da habt ihr auch noch die Laplace-Wahrscheinlichkeit drinnen. Sie verwenden hier Ausgänge für das, was ich Ergebnisse genannt habe. Okay, jo, ist okay. Hier stehen die Regeln, wo wir gesagt haben, und ist mal, wenn die beiden unabhängig sind, oder ist plus, wenn die beiden unvereinbar sind. Hier dazwischen gibt es noch so Sachen mit bedingter Wahrscheinlichkeit. Kam eigentlich noch nie zur Matura, können wir noch im Ergänzungsunterricht kurz wiederholen. Das war einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis 2 eintritt, wenn das Ereignis 1 schon eingetreten ist. Ja. Können wir auch nochmal kurz uns anschauen. Aber das wäre jetzt so, der erste Teil hier wäre für dieses Thema. Genau. Gut, eine Geschichte noch, die jetzt hier zwar nicht drinnen steht, aber was zum Binomialkoeffizienten noch zu sagen ist, sollte eigentlich jedem klar sein, es gibt genau gleich viele Möglichkeiten, wenn wir jetzt bei dem hier bleiben, es gibt genau gleich viele Möglichkeiten aus 24 Betreuerinnen, oder Jugendlichen, zwei Betreuerinnen auszuwählen, wie aus 24 Betreuerinnen, wie viele auszuwählen? 22 Betreuerinnen auszuwählen. Warum? Für jeden Betreuer, den ich auswähle, also für, wenn ich zwei Betreuerinnen auswähle, wähle ich ja 22 Betreuerinnen nicht aus. Also es ist dasselbe, wenn ich aus 24 Personen die Anzahl der Möglichkeiten zweier Gruppen zu machen, mir anschaue, oder weil ich aus 24 Personen mir die Anzahl der Möglichkeiten 22er Gruppen zu machen, mir anschaue. Ja? Weil für jede Zweiergruppe habe ich eine 22er Gruppe, die nicht ausgewählt wurde. Und deswegen sind das genau gleich viele Möglichkeiten. Das kann man auch allgemein in die Form gießen, dass man sagt, n über k ist dasselbe wie n über n minus k. Okay? Das kommt manchmal zur Matura, dass ihr das braucht. Das war einmal, dass man das gebraucht hat. Ja, also das kann man sich merken, diese Symmetrie dieses Binomialkoeffizienten. Okay? Also wenn man n über k hat, hat man dasselbe wie n über n minus k, weil das sind ja alle die, die man hier quasi nicht ausgewählt hat. Okay, gut, das war jetzt ein sehr kurzer Überblick. Ich werde mich dann auf jeden Fall noch auf Binomialverteilung und Konfidenzintervalle stürzen, weil das von euch auch noch extra gefragt wurde. Ja, bis dahin viel Spaß beim Üben und wir sehen uns bald.